Der Boxenstopp. Polizeihund Chase hüpfte aufgeregt am Rand der großen Wiese auf und ab. Er war heute der Schiedsrichter. Und sie nähert sich der Ziellinie. Sky liegt um eine Nasenlänge vorn. Die Fellfreunde veranstalteten nämlich einen Hindernislauf. Und Sky und Zuma waren die Ersten. Oh nein, er überholt mich! Zuma gewinnt das Rennen! Das war ganz schön anstrengend. Die beiden hatten kaum Zeit, sich zu erholen, denn der Wettlauf ging weiter. Gut gemacht! Die nächsten sind Rocky und Marshall. Auf die Plätze, fertig! Schon flitzten die beiden los, quer über die Wiese bis zu einem großen, hohlen Baumstamm. Rocky kroch durch ihn hindurch, Marshall krabbelte darüber hinweg und landete auf der anderen Seite prompt auf Rockys Kopf. Jetzt hatte der kleine Dalmatiner einen Vorsprung. Noch hast du nicht gewonnen. Auch Rocky rannte so schnell er konnte. Marshall liegt in Führung, gefolgt von Rocky. Doch der holte jetzt auf. Marshall stolperte, fiel hin und nun lag der Mischling wieder vorn. Aber wozu trug Marshall seine Feuerwehrausrüstung auf dem Rücken? Wasserdüsen! Schon richtete der Feuerwehrhund die Düse auf den wasserscheuen Rocky. Bitte nicht! Wassermarsch! Zu spät. In einem dicken Strahl schoss das Wasser heraus. Und direkt auf Rocky, der im Nu klitschnass war und von der Wucht des Strahls ein paar Meter weiter befördert wurde. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Nicht so schlimm. Wasser wäre eigentlich was Schönes, wenn es nicht so nass wäre. Auch vor dem kleinen Restaurant der Abenteuerbucht, das Alex' Großvater gehörte, war heute einiges los. Alex liegt ganz vorn. Alex, was hast du denn da? Hallo Opa, guck mal, was ich mir ganz alleine gebaut habe. Ein super Dreirad. Guck mal, ein Pizzabrett als Bremse. Nicht schlecht. Und festgemacht hast du es mit Klebeband. Wie du es mir gezeigt hast. Pass auf. Begeistert schob Alex sein Dreirad an, sprang auf, raste auf den Bordstein zu. Wuhu! Doch da fiel das Dreirad auch schon auseinander. Mein super Dreirad! Die Einzelteile lagen überall verstreut, auch auf der Straße. Oh, jetzt muss ich alles wieder zusammensetzen. Alex sprang auf und wollte loslaufen, doch sein Opa konnte ihn gerade noch festhalten. Nicht! Halt! Du kannst doch nicht einfach auf die Straße laufen, ohne nach links und rechts zu gucken. Alex war furchtbar enttäuscht. Ständig kamen Autos vorbei. Wie sollte er denn da die ganzen Teile wieder von der Straße holen? Mein Super-Dreirad ist kaputt. Ich weiß schon, wer uns helfen kann. Ryder zog gerade einige Schrauben an seinem Quad nach, als sein Handy klingelte. Hallo, hier ist Ryder. Hallo Ryder, wir haben einen Notfall. Alex hat sich ein Super-Dreirad gebaut, aber es ist auseinandergefallen und jetzt liegen die Teile auf der Straße. Und Alex möchte das Dreirad wieder zusammenbauen. Könnt ihr ihm helfen? Ich meine, ihr kennt euch doch ziemlich gut mit Fahrzeugen aus. Natürlich, wir kommen sofort. Kein Einsatz zu groß, keine Pforte zu klein. Beim Hindernislauf auf der großen Wiese waren gerade Rubble und Chase an der Reihe, als die Chips an ihren Halsbändern blinkten. Paw Patrol zur Zentrale! Ryder braucht uns! Wie immer, wenn Ryder sie rief, ließen die Fellfreunde alles stehen und liegen und flitzten zur Einsatzzentrale hinüber und direkt in den gläsernen Fahrstuhl hinein. Aber der kleine Dalmatiner hatte etwas vergessen. Marshall, deine Wasserdüsen! Ach ja! Er wollte die Düsen wieder im Rucksack verstauen, aber das ging schief. Ein Wasserstrahl schoss heraus und erwischte natürlich den wasserscheuen Rocky. Hoppla, falsch gebellt. Das war das Wasserlosbellen. Tut mir leid. Dieses Mal klappte es. Nun sprang auch Marshall in den Fahrstuhl, der sich sofort in Bewegung setzte. Auf dem Weg nach oben in die Einsatzzentrale, wo Ryder sie erwartete, schlüpften die sechs in ihre Einsatzanzüge, setzten die Helme auf und natürlich ihre Rucksäcke. Und dann waren sie auch schon da. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Heute haben wir mal einen ganz anderen Notfall. Unser kleiner Freund Alex hat sich ein Super-Dreirad gebaut.
Aus alten Sachen aus dem Restaurant. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Aber es ist leider auseinandergefallen. Wir können ihm helfen, es besser zusammenzubauen. Ryder wusste auch schon genau wie. Rocky, ich brauche dich und dein Werkzeug. Wir müssen die ganzen Einzelteile einsammeln und wieder zusammensetzen. Und vielleicht noch ein paar Teile dazugeben. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Chase, stell deine Hütchen auf. Die Autos müssen woanders langfahren, damit wir die Dreiradteile ohne Gefahr einsammeln können. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Zuma, Sky, Rubble und Marshall blieben in der Zentrale und hielten sich dort bereit, während sich Ryder, Chase und Rocky auf den Weg machten. Ryder lief zu der dicken Stange hinüber, an der er bis ins Erdgeschoss hinunterrutschen konnte. Dort machte er sein rotes Quad-Start klar. Rocky dagegen sauste die große Rutsche mit den vielen Kurven hinunter und landete direkt in seinem Recycling-LKW, in dem er alles aufbewahrte, was er vielleicht noch einmal gebrauchen konnte. Auch Chase war jetzt auf der Rutsche, sauste ebenfalls hinab, bis er in seinem Polizeiauto saß, das schon für ihn bereitstand. Ryder setzte sich an die Spitze und dann waren sie unterwegs. Mit Blaulicht rasten sie durch die Straßen, über die große Brücke direkt in die Stadtmitte. Bis zu dem Restaurant, wo sie schon von Weitem die Teile des Dreirads liegen sahen. Chase begann sofort damit, die Straße abzusperren. Ich stell die Hütchen auf. Aber damit war es noch nicht getan. Wuff! Bitte fahren Sie einen anderen Weg. Helfer auf Ihren Pfoten im Einsatz. Alex schaute die drei bittend an. Könnt ihr es reparieren? Ja, natürlich. Danke, das ist toll. Wir bringen alles in die Zentrale. Kneifzange. Im Nu verstaute Rocky alle Einzelteile, die auf der Straße herumlagen, in einer Kiste. Dann fuhren alle zur Zentrale zurück. Chase, Rocky und Ryder machten sich sofort an die Arbeit, während Alex ihnen aufgeregt zusah. Rocky, ist das Rad richtig fest? Kneifzange. Rocky zog das Rad noch einmal nach und war sehr zufrieden. Das hält viel besser als vorher. Alex machte große Augen. Aber mein Opa macht immer alles mit Klebeband fest. Jetzt die Bremse. Rocky, die Pedale bitte. Rocky verschwand in seinem Recycling-LKW und zog die Pedale heraus. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Ryder schraubte sie ans Dreirad. Damit bremst man besser als mit einem Pizzabrett. Aber man muss immer die Füße auf den Pedalen lassen. Verstanden? Klar, aber nun schnappte sich Alex das Lenkrad und rannte damit im Kreis herum. Sieh mal! Rum, rum! Alex rast die Straße entlang! Rum, rum, rum! Rum, rum! Oh, oh! Oh je, fast wäre er über eine Kiste gestolpert. Chase konnte sich gerade noch dazwischen werfen. Oh. Entschuldige, Chase. Ich glaube, du fährst besser langsam. Rocky, bringst du mir bitte das Lenkrad? Der kleine Mischling nahm Alex das Lenkrad ab. Oh. Hä? Und jetzt machst du es mit einer Schraube fest. Schraubendreher. Mach ich sofort. Das Dreirad ist fertig. Klasse! Jetzt kann ich mit meinem Super-Dreirad super schnell fahren. Warte! Du fährst nicht ohne die hier. Schnell warf Chase Alex noch eine Klingel zu, die dieser an den Lenker klemmte. Und einem Helm. Schon hatte Alex einen Helm auf dem Kopf. Wollen wir ein Wettrennen machen, Ryder? Zuerst machen wir eine Probefahrt. Na gut, aber beim Wettrennen gewinnt bestimmt mein neues superschnelles Super-Dreirad. Damit du dich schon mal an das Dreirad gewöhnst, fährst du erstmal langsam die Auffahrt zur Zentrale runter. Ja, das ist gut. Ich fahr schon mal los. Wum, wum! Alex fuhr aber nicht. Er raste. Alex, warte! Du fährst viel zu schnell! Kommt, wir müssen hinterher! Chase, Rocky und Ryder sprangen in ihre Fahrzeuge. Hoffentlich konnten sie Alex einholen, bevor er das Ende der Auffahrt erreichte. Sie führte nämlich direkt auf die Straße. Juhu! Ich bin schnell wie der Wind! Begeistert nahm Alex die Füße von der Pedale und streckte sie in die Luft. Wahnsinn, das ist echt schnell!
etwas zu schnell. Das Dreirad legte sich gefährlich in die Kurve. Oh! Hilfe! Aber jetzt holte Ryder Alex ein. Langsamer, tritt auf die Bremse. Ich krieg die Füße nicht mehr auf die Pedale. Sie drehen sich zu schnell. Und das Ende der Auffahrt kam viel zu schnell näher. Chase! Hältst du bitte die Autos vor der Auffahrt an? Das ist ein Fall für Chase! Der Polizeihund nahm die Abkürzung quer über die Wiese und riegelte schnell die Auffahrt ab. Anhalten bitte! Die Paw Patrol hat einen Noteinsatz! Ryder versuchte unterdessen, Alex zu beruhigen, der ziemlich aufgeregt war. Es wird alles gut. Die Paw Patrol kümmert sich darum. Sky? Bitte komm mit deinem Hubschrauber zur Brücke. Beeil dich! Ich bin der Flughund! Hurra! Juhu! Schon saß Sky auf der Rutsche und sauste ins Erdgeschoss zu ihrem Hubschrauber. Ryder blieb dicht an Alex' Seite, gefolgt von Rocky in seinem LKW. Viel zu schnell erreichten sie das Ende der Auffahrt und bogen jetzt auf die Straße ab. Ryder sprach Alex gut zu. Versuch in der Spur zu bleiben. Du schaffst das. Sie waren bereits auf der Brücke, als sie Skys Hubschrauber hörten. Sky, mach das Dreirad am Haken fest. Alles klar, mach ich. Sky löste den Haken, ließ ihn hinab, doch sie verfehlte das Dreirad. Ich versuch's gleich nochmal. Aber jetzt versuchte Alex, einer Möwe auszuweichen, die mitten auf der Straße saß. Oh oh. Und riss das Lenkrad herum. Wow. Das Dreirad schlingerte über die Brücke, aber Sky blieb dicht hinter Alex. Ich hab ihn gleich. Noch einmal versuchte Sky, das Dreirad an den Haken zu nehmen. Ah! Das Seil am Haken spannte sich. Geschafft! Und endlich kam das Dreirad zum Stehen. Danke, Sky! Ja! Du hast mich gerettet! Wirklich super geflogen, Sky! Ist ja noch mal gut gegangen. Ryder löste den Haken und Sky flog davon. Dann wandte sich Ryder zu Alex um. Tut dir irgendwas weh? Alles okay. Ich konnte es nicht mehr anhalten. Es ist zu schnell für mich. Alex sah ganz traurig aus. Aber Rocky, der nun ebenfalls die Brücke erreichte, hatte eine Idee. Vielleicht bauen wir was um, damit es langsamer fährt. Langsamer? Alex verzog das Gesicht. Alex. Ich weiß, tut mir leid. Es war meine Schuld. Du hast gesagt, ich soll langsamer fahren. Dann wäre nichts passiert. Schon gut, Alex. Wenn man was Neues ausprobiert, muss man ganz vorsichtig anfangen. Ich weiß. Ich wollte nur gern so sein wie du. Auch die anderen Fellfreunde kamen jetzt angefahren. Alles in Ordnung? Alles bestens. Danke, Sky und Chase und Rocky und Ryder und allen Rettungshunden. Ihr habt mich und mein Super-Dreirad gerettet. Haben wir gern gemacht. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Aber jetzt war es erst einmal Zeit für eine Abkühlung. Habt ihr toll gemacht. Was haltet ihr davon, wenn wir einen Ausflug zum Limonadenstand machen? Ja! Los, flitzen wir hin! Alex? Oh oh. Ich meine, rollen wir hin. Auf geht's! Hintereinander fuhren sie zum Limonadenstand und niemand raste. Wirklich niemand. Ryder spendierte Alex zur Belohnung ein großes Glas Limonade. Und er hatte noch eine Überraschung für ihn. Gut gemacht. Du hast dir den Pokal für vorsichtiges Fahren verdient. Oh, danke, Ryder. Ich krieg einen Pokal? Und du bekommst noch etwas. Einen Löffel. Einen Löffel? Wozu? Weil der Pokal ein Eisbecher ist. Ja! Und den ließ sich Alex so richtig gut schmecken.